So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. Wir spielen drei Runden, um 18.000 Punkte zu bekommen. Wir machen Pinpointing Perfect, das heißt, wir suchen die exakte Position, lassen uns dabei alle Zeit der Welt genießen, wo es hingeht. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Start Local Game, Preset, drei Runden, unendlich Zeit und los geht es. Wo geht's hin? Afrika hatten wir jetzt lange nicht mehr. Oh, Osteuropa, Kanada. Warte mal. Hier sind wir doch neu schon mal gestartet, oder? Ich habe irgendwie so Déjà-vus gerade. Schweden. Aber mit Klimaanlage. Mit dem Haus da hinten. Ja, nicht? Wenn jetzt rechts noch ein See kommt, dann wäre ganz komisch. Warte, da war ein Straßennamen. Vielleicht können wir an denen schon was erkennen. Na, obwohl, es sieht nicht schwedisch aus hier. Kyläterlo. Saristotrali. Nee, okay, dann wird das woanders sein. Aber das sieht verdammt aus wie die eine Stelle, wo wir waren. Estland wahrscheinlich dann eher, oder? Oder Finnland? Köhölöntje? Okay, Finnland, nicht wahr? Oder wir sind wieder hier auf Dingenskirchen, wo ich immer wieder auch die Flagge verheize. Arland oder wie das heißt. Und dann suche ich tausendmal Schweden, Finnland ab und wundere mich, warum ist das ein schwedisch wirkendes Örtchen mit finnischen Namen? Und dann irgendwann macht es Klick, Arland war's. Wenn man lange da nicht da war, dann vergisst man, dass es das überhaupt gibt. Minala. Minala, du 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 du, Minala, du 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 du. Ich bin mal gespannt, ob ich dieses Jahr noch die 500 Follower auf YouTube schaffe. Auf jeden Fall sieht es aktuell echt sehr gut aus, was Aufrufzahlen angeht. Kiro Salami? Kerosinsalami. Immer lecker. Ich sag mal so, hätte ich nur pro Follower auf YouTube einen Zuschauer auf Twitch, hätte ich richtig viele Zuschauer auf Twitch. Aber gut, extrem Pinpointing ist halt auch nicht für jeden was. Die meisten sind ja eher für Quick-Pinpointing und mit Zeitlimit. Aber ich finde immer, ein Zeitlimit ist dann so, doof. Weil man dann vielleicht gerade vor dem Ziel ist und dann nicht mehr weiter kann. Und das wäre dann sehr schade, nicht? Dann ist man so, oh, jetzt habe ich es gerade. Nur noch bis zu dem Schild und dann 10, 9, 8. Oh, nee. Sowas ist dann ärgerlich. Umirantar. Ich sag, wie es ist. Ich glaube, wir werden auch auf dieser Seite nicht weiterkommen. Ich glaube, wir müssen mit dem Hinweisen, den wir haben, herausfinden, wo wir sind. Aber ich glaube, dann wird's eng, weil ich meine, die anderen Sachen, da hatten wir wenigstens so halbe Ansätze. Aber hier haben wir halt nur Radrouten. Die sind halt nicht eingezeichnet. Da bräuchten wir denn OpenStreetMap oder irgendwas. Straßennummern, ja, durchaus. Durchaus, aber nicht diese Straßen hier. Also außer es ist eine nicht ausgebaute Hauptstraße. Das könnte natürlich sein. Aber da musst du trotzdem an eine Kreuzung fahren. Und hier haben wir halt eher
Plotnummern und ja, irgendwelche Radwege. Aber es sieht, die Radwege, ich weiß halt nicht, wie die in Finnland aussehen, aber es wirkt alles nicht wirklich finnisch. Vielleicht ist es eine Ecke, die Richtung Russland drüber geht oder sowas. Oder halt Richtung Norwegen oder so. Es sieht eher aus wie so ein Mischding aktuell. Was haben wir hier? Pirikanteni. Nicht? Also hier so rote Häuser, kennt man eher so Schweden? Oder nennt man das Finnlandhaus? Ich kenne das unter Schwedenhaushalt. Und überall nur Radwege hier. Ich meine, finde ich geil. Ich würde da gerne Rad fahren. Wobei diese Kieselsteinchen schon echt badass sind, nicht? Beim Radfahren. Wenigstens kommen wir hier in die Richtung weiter. Okay, jetzt habe ich es gejinxt, dass wir wahrscheinlich gleich nicht mehr weiterkommen. Das Gute ist, wenn wir viel Glück haben, stehen auf Google sogar die Hausnummern. Oh, das finden wir. Ich habe schon einmal nur anhand der Brücke allein und der Ausrichtung direkt gefunden, wo ich war. Das war echt geil. Das ist sehr lange her. Ihalsalmi. Okay, einfach weil es gerade schneller zum Abchecken ist, gucke ich kurz, wie die Sachen hier heißen. Wenn hier irgendwas Salmi heißt... Dann bleiben wir hier. Aber hier heißt nix Salmi. Das ist schon mal gut. Hier ist alles Pferden. Okay. Dann gehen wir mal rüber und gucken, ob hier irgendwas Salmi heißt. Wesi, hier ist alles Wesi. Elke, Ewi, Wisi, Elk, Rüss, Elk, Vri, Makosalami. Hier. Mustelecker. Ihanslami. Ah, es gibt zu viele Seen, nicht? Es gibt einfach zu viele Seen. Da suchst du dich auch zu Tode. Wenn du nicht weißt, auf welcher Höhe man ist. Belebte Gegend. Überall Häuser und Ortsnamen. Wahrscheinlich hat jedes Haus einen eigenen Ortsnamen. Ist sogar so, dass die Straßen meistens Ortsnamen sind. Okay, besser können wir es jetzt aber nicht treffen. Wir sind in Carleton Polut und wir haben eine... Karte mal wieder gefunden. Saristo Trail. Ja, mitten auf einer Brücke zwischen den See. Wow. Okay, da hätte ich sie nicht erwartet. Aber Karten immer geil. Finden wir. Die Frage ist, welche Zoomstufe hat die Karte? Wenn wir aber das da zur Grundlage nehmen, sollten wir doch hier... Das da sieht so ein bisschen aus, aber der geht nach so weg. Und links ist auch nochmal ein Gewässer. Und der andere, der hier ist, glaube ich, das Interessante, weil der Nord-Süd geht und die anderen gehen so. Also eigentlich ist es eine Insel, kann das sein? Da. Vielleicht doch ein Teil von Arland oder so. Hier. Die da oder sowas. Guck mal, das passt doch hier.
Hast du hier Salmi? Sindesund. Ah, das sieht ein bisschen gestreckter aus, aber so in die Richtung. Wenn wir sowas irgendwo anders finden würden, wäre cool. Es kann natürlich auch hier am Rand sein, irgendwas. Ah, oh, shit, ey. Karempolut. Sehen wir sowas. Die haben auch keine Region oder so, nicht? Es gibt, glaube ich, nur Nordfinnland und Südfinnland oder sowas. Lappland und Nordbösten. Und hier noch Norsavo und Kainu. Okay, doch ein paar Regionen haben sie, aber die sind halt riesig. Saristo. Kalianpulut. Saristo Salianpulut. Hallo Gregor. Kajan. Kalianpulut. Kalisaveren. Polisaveren. Wie heißt du hier? Mustoyavi. Wir hatten irgendwas mit Salami, nicht? In Salami. Ah, das Ding? So ein bisschen zumindest. Aber nicht, also von der Zoom-Stufe könnte das halt echt auch so sein. Wir wissen halt nicht, was das hier ist. Nicht? Das könnte halt auch das kleine Ding hier drin sein, nur. Es könnte auch nur die einzelne Insel sein, die dann so dargestellt ist. Nordsavo, Südsavo, Nordkarellen. Ah, Karamellen könnten wir jetzt gebrauchen. Imal Helemi. Wenn wir jetzt Imehalami hätten oder Salami oder wie das hieß. Oder Saristo. Savolina, Sivola. Ah, ich glaube, wir müssen. Sari wäre hier. Aber ist viel zu klein, um einer Region einen Namen zu geben, würde ich sagen. Sarivisolo. Ah, guck mal, aber wie viele Inseln? Wie soll ich da die richtige rausfinden? Wir brauchen irgendwas, zumindest um die Ecke einzugrenzen vorher. Das ist ja echt unglaublich. Und Sarialamalek, Kalipulutun, das kann alles sein, nicht wahr? Okay, wir fahren mal weiter. Wir fahren weiter, weiter. Ich meine, und der See ist jetzt auch nicht so, oder der Fluss, was auch immer es ist, hat auch mehrere Inseln, nicht? Geht nach hinten links, man sieht gar nicht alles ein, das heißt, die Größe von dem können wir auch nicht abschätzen. Außer Ilhalan Salami. Das ist das Einzige, was wir wissen. Wir kennen nur Salami. Und hatten die Pest an Bord. Oh, der erste Scheideweg. Nach Vapasalo geht es hier. Okay, das ist doch schon mal nicht schlecht. Aber in welche Richtung fahren wir jetzt weiter? Ich meine, Vapasalo wird jetzt auch nicht hier auf der Karte aufploppen, nicht? Die hatten wie viel? 3 Häuser? Da brauche ich, glaube ich, gar nicht gucken.
Gut, dass das Runde 1 ist. Also Finnland ist auf jeden Fall Sunusalami. Das Ding hier, das ist es, oder? Ich glaube, die hatten wir aber eben schon, die Insel, und die war es nicht. Da geht's nur mit einer Fähre rüber. Ah, das sieht halt alles gleich aus, nicht? Irgendwann bildet man sich auch ein, die Sachen zu erkennen. Aber ich markiere das mal. So, Varsalo. Was heißt Finnland? Land der Seen? Ich würde es nicht abstreiten wollen. Valjeri. Ah. Okay, Vapsalo. Wir fahren mal in die Richtung. Da kommen Autos her. Rechts zum Abbiegen scheint besser, da geht der Radweg lang. Aber die Strecke sieht nicht aus, als ob sie besser wird. Und aus der kommt ein Auto. Da ich aber zu 90% falsch liege, aber warte, wenn ich die jetzt glaube, dann liege ich ja trotzdem vielleicht falsch und dann liegst du auch falsch. Okay, wir gucken erstmal. Wenn nicht, gehen wir eh zurück. Und nur weil der Weg schlechter wird, heißt ja nicht, dass dahinter nicht auf einmal die Autobahn auftaucht. Nicht wahr? Oder schöne Vogelbeeren. Ich glaube, jetzt waren wir aber auch genau in so eine Ecke wieder rein, wo wir rauskamen, oder? Oh, wir sehen mal was. Das Wasser von der anderen Seite. Gut, aber dass da Wasser ist, wissen wir auch so. Oh, noch eine Karte, noch eine Karte, noch eine Karte. Seht ihr mal. Aber, tja, welcher der 8000 Seen ist es? Ist es das Ding jetzt? Ukulhalali. Oder ist es... Haben wir denn noch einen großen See? Lapisalmi. Pallasalma. Na. Varaniemi. Wie ist denn unseres gerade? Misalami. Nee, wir hatten Inhalsalami oder sowas. Na gut. Die Karte müsste besser zu sehen sein, damit man daraus Informationen ziehen kann. Wenn man vielleicht schon die Ecke ein bisschen besser eingegrenzt hat, dann hilft das. Also wenn wir jetzt eine Straßennummer finden mit dem See, dann finden wir eigentlich genau, wo wir sind. Das kann sich also nur noch um Stunden handeln. Wir fahren durch Finnland und hatten die Pest an Bord. Aber darauf müssen wir erstmal einen trinken. Prost. Aber man muss schon sagen, ist eine sehr eintönige Gegend gerade. Sehr eintönig. Prost.
Okay. Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt nichts kommt, aber ich glaube, wir haben was gefunden. Erstmal haben wir eine Karte nochmal, die ein bisschen besser steht. Aber so richtig kann ich immer noch nicht ausmachen. Aber es sieht aus, als ob da viele große Straßen lang laufen. Also es sieht schon. Guck noch mal hier. Ob da irgendwas matcht. Das hier, aber da bräuchten wir eine Landbrücke rüber. Und hier hatten wir keine Salmi. Die hätten wir vorhin noch im Blick, aber das wird es auch nicht sein. Na gut, wir gucken da. Die Straße des Glücks. Liperi, Vapasalo, Hypinemi. Das klingt nicht nach Sachen, die gleich um die Ecke liegen, nicht wahr? Vielleicht eine Wanderkarte. Oh, das kann auch sein, nicht? Dass das gar nicht Straßen sind. So, wer war von euch schon mal ein Rekiler? Da möge er jetzt sprechen oder für immer schweigen. Das Problem ist, dass jeder zweite Name so aussieht. Das heißt, schwer rauszumachen. Ich glaube, Liperi, das am weitesten weg ist. Entweder ist es sehr klein und der nächste, es liegt wirklich so weit weg, weil nichts auf dem Li Weg liegt, oder es ist ein größerer Ort, den wir vielleicht auf der Karte sehen könnten. Nicht, dass sie sagen, in 28 Kilometern kommt der größere Ort, Liperi. Liperi! Okay. Das sagen sie sogar richtig. Der liegt Richtung Norden. Und hier ist Silkasari und Silkasalmi. So. Und wenn wir jetzt noch die Insel wieder gucken, das ist die hier. Und hier ist Inhalsalmi. Ganz ehrlich, war ich hier nicht? Ich glaube, ich war hier nicht. Ah. Gut, aber Inhalsalmi wurde auch nicht angezeigt. Das ist das Problem. Nicht Happosalmi haben wir gesehen und hier Salmi, aber das Salmi nicht. Und die Insel von der ersten, die wir hatten. Also. Macht auch gar keinen Sinn. So. Aber wo stehen wir jetzt hier? Wahrscheinlich geht's hier nicht mehr weiter, also sind wir irgendwo hier. Das erklärt halt, dass da hinten das Ende ist. Tja, jetzt müssen wir eigentlich vom Ende zählen. Plot Nummer 594. Ja, was helfen mir denn die Radwegschilder? Die sind ja nicht eingezeichnet. Eine Bushaltestelle hilft meistens noch, weil die eingezeichnet ist. Nee, schade. Manchmal stehen hier die Nummern dran, wenn man ranzoomt. Okay, dann können wir eigentlich nur gucken, wie die Straßen verlaufen. Ist schlimmer als tu Direktion, nicht alle Richtungen. Ja, okay, das stimmt. Das ist. Kilalayo. Steht halt auch nicht dran, nicht? Hier steht Kelkamante. Ah, es geht nach Süden. Ja. Vapsalo? Und hallo Dafkind mit der
Fünfer Stream-Serie. Guten Abend, willkommen im Zockenende. 637. Was haben wir hier? Saristo Trail. Ah, gut, der ist halt auch nicht eingezeichnet, Saristo. Ah, da stand auf anderer Stelle das gleiche Ziel. Ach, du meinst wirklich, stand da auf ein. Okay, ich dachte, wegen dem Sminker meintest du, da stand doch nicht alles dreimal das gleiche und ich habe wieder irgendwelchen Mist erkannt. Aber ja, die Schilder sind genauso hilfreich. Aber ja, es gibt aber durchaus einen Wanderweg, der sehr relevant ist, und zwar auf den Bermudas. Weil da gibt es einen Trail, der einmal durch die ganze Insel führt, der ist sehr geil. Also da würde ich wirklich, wenn ich mal irgendwo hinreisen würde, würde ich, glaube ich, dahin wollen. Weil das war schon echt, da kann man auf Google Maps langlaufen. Da, die hatten nämlich früher mal Eisenbahnlinien und die haben sie aber gegen Fahrradwege und Wandertrails umgewandelt, weil auf einer Insel von wie viel? 5 Kilometern brauchst du keine Züge. Also, vor allem wenn du keinen Hafen und keine Industrie mehr hast. Okay, wir sind weiter vom Ende entfernt, als ich dachte. Ich dachte, das kam direkt um die Ecke, aber guck mal, wir sind doch schon recht weit gefahren. Hier stehen die vielleicht dran. Kirun Salmi. Nee, die stehen auch nicht dran. Wäre einfach cool, wenn einer von den Leuten wenigstens irgendwie dran stehen würde. Ja, was stand da nochmal? Ich glaube nur die Plotnummer, oder? Sahintir. Aber wie du schon meintest, nicht? Wahrscheinlich hat hier jeder sein eigenes Ding. Ich glaube, wir sind hier gerade. Kann das sein? Bei der so nach hinten weggeht. Ja, ja, hier sind wir gerade. Und jetzt kommt gleich der Bogen. Wenn wir noch weiterfahren können und da eine Doppelstraße kommen. Ah, obwohl passt nicht ganz, oder? Jetzt müsste nach der Kurve eine Doppelstraße kommen. Paint auspacken. Oh, ja. Ich habe. Ja, guck, hier ist sie. Okay, das heißt, wir waren gerade hier. Das heißt, wir sind auf jeden Fall davor. Ich würde fast sagen, wir stehen an diesem Spot hier. Kasu Expert Kazumi Service. Okay, wir haben hier eine Straße, die nach Nordosten geht. Nordosten, die so weggeht. Dann würde ich fast sagen, stehen wir bei Kötohami. Andererseits haben wir hier ein Feld und hier ist nichts auf der anderen Seite. Vielleicht stehen wir hier. Wir fahren mal in die nächste hoch und gucken, was da kommt. Warte mal, unsere Straße geht stark nach Westen. Nordwesten. Und wir haben eine Kurve. Und in der Kurve müsste jetzt eine Straße kommen. Gut, das einzelne Haus ist vielleicht nicht eingezeichnet. Also, ist halt komisch, nicht? Welche Straßen sind eingezeichnet, welche nicht? Und das hier ist Ulimanta. Okay, Ulimanta. Ah, gut, das kann. Ulimanta kann auch, also auch das sein. Mümanti und hier dürften wir nicht sein. Da sind wir ja erst vorbeigekommen. Nach einer ganzen Weile. Und das geht in die falsche Richtung, oder? Nochmal kontrollieren. Ich fahre manchmal in die falsche Richtung. Das geht nach Norden, Osten, Süden, Westen, nach Nordwesten. Also wir fahren noch auf der hier. Jükelhantrie. Taucht so gar nicht auf. Und das wäre ja schon Vapsalo.
glaube, Paint hilft dir auch nicht viel, wenn die Straßen, wenn du nicht weißt, welche Straßen eingezeichnet sind, nicht? Taucht die auf und die nicht? Hier, da haben wir doch meinen Namen. Das ist doch, guck mal, das hier ist das hier. Dann war das eben die andere. Ja, dann stehen wir irgendwo hier. Vielleicht vor dem Bogen? Warte mal. Und hier geht die Straße. Wir stehen hier. Das hier ist der Bogen. Der hier wieder reinkommt, da hinten. Dann kommt der Bogen und dann kommt die Straße rechts rein. Das ist noch nicht die, das ist das Haus und dann kommt noch eine. Oder? Nee, das muss die sein. Shit. Ja, dass man das nicht sieht, das ist schwierig. So, das ist die und dann müsste das die hier sein. Die hat wieder keinen Namen. Aber die heißt Kilotantio. Vielleicht heißt das Süden und das heißt Norden. Das heißt, jetzt müsste eine nach links kommen. Jetzt kommt nochmal die nach rechts. Das ist die hier. Und jetzt müsste eine nach links kommen. Ja, da ist sie. Okay, haben wir. So, das heißt, wir stehen dort. Wir könnten noch an dem kleinen Nippel stehen. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, der kleine Nippel ist da vorne, das Ding hier. Genau, das Haus ist der kleine Nippel. Und wir stehen da. Okay. I'm sure about this and log in. 2,04 Meter. Okay, Finnland besiegt. Und damit Runde 2. Oh ja, oh, das ist doch mal ein schöner Start. Lento. Schön mit dem Blick auf den See, nicht? Da guckt man doch gerne mal rein. So kann man starten. Und da ist auch gleich ein Schild. Sehr schön. Stadio Municipal Pajonal. 4 Kilometer. Also wahrscheinlich irgendwo Südamerika. Die Sonne ist straight im Norden, also sind wir im Süden. Übrigens, der Pirate Software hat mal wieder was Interessantes erzählt. Den gucke ich ja öfter. Und auch seine Shorts. Den habe ich jetzt echt für mich entdeckt. Und der hat auch neulich erzählt, nicht? Es gibt eine Jahreszeit. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. War es Dezember oder im Sommer? Eins von beiden. Wo die, wenn die Sonne in einem bestimmten Punkt steht, dann haben irgendwie 98% aller Menschen gleichzeitig Nacht. Und schlafen quasi. Oder? Es ist zumindest dunkel und manche schlafen noch, manche gehen schon schlafen, weil in der verbleibenden Zone auf dem Südhemisphäre halt nur Wasser ist und da nur ein paar Inseln mit irgendwie 80.000 Menschen oder sowas sind, die dann gerade Licht haben zu der Zeit und wach sind. Das ist total verrückt, weil eigentlich alle Menschen in der nördlichen Hemisphäre leben. Die wenigsten wohnen wirklich südlich. Also Südamerika ist damit ja noch der größere Teil, nicht? Und ein bisschen von Afrika. Australien lebt ja auch keiner. Wie viele leben in Australien? 20 Millionen? Aber wenn die Sonne nur hier steht, nicht? Dann hast du fast keine Menschen in der Zone. Das ist... auf jeden Fall spannend. Jetzt habe ich nicht auf die Hinweise geachtet. Ihr lenkt mich einfach immer ab. Taleris Labolaris. Was vermuten wir denn? Also so von den Häusern, vom Stil Chile.
würde ich da sagen. Schien es gut, oder? Ja. Nee, aber wirklich nicht. Es sieht halt, also Chile sieht einfach, klar nicht, ist jetzt nicht die Top-Hütte, aber die Hütte ist ordentlich. Die Straßen sind nicht wie mit in anderen Ländern einfach mit Müll zugemüllt. Die haben, weiß nicht, also das Gefühl, es wirkt immer positiv auf jeden Fall. Ich meine, und selbst wenn man durch Deutschland fährt, hast du manchmal Orte, wo du denkst, boah, hier könnte es auch im tiefsten Sibirien oder was sein, wo seit 30 Jahren keiner mehr war. Terminal de Busse, Pangal. Oh, da ist ein wichtiges Schild. Die Schilder liebe ich immer. Die stehen nämlich auch irgendwo im Nirgendwo. Region de los Lagos. Okay, wir sind in Lagos. Wo ist Lagos? Los Angeles, wichtig. Aber wo ist Los Lagos? Und wenn ihr mir nicht sagt, wo es ist, dann muss ich es finden. Und ihr wisst, das dauert. Wer sagt mir, wo es ist? Gut, irgendwo am Wasser wahrscheinlich. Macht Sinn. Weiß nicht, hier ist zu kalt, oder? Wobei die Ecke wieder ein bisschen wärmer ist. Das ist total... Hier zwischen zu wo muss wahrscheinlich total wild sein. Wobei es von der Verortung ja eigentlich so Höhe Europa wäre. Vom Klima wahrscheinlich. Okay, wir müssen mal gucken, wo sind denn hier sind Regionen? Aysén, Chilena. Boah, ich sehe gar nicht die Punkte. Da. Los Lagos, hier ist es. In der Region sind wir. Molin. Und wir stehen genau da gerade, was? Wir stehen sogar am Wasser irgendwo. Interessant. Wo stehen wir denn? Also ich hätte gesagt, wir stehen hier, aber dann fehlt der Steg. Und hier konnten wir nicht rumkommen. Hä? Dann stehen wir hier und das hier geht zum Steg. Dann sind wir aus der Mayo-Straße raus. Das heißt, hier müsste ein Steg rausgehen, den ich nicht sehe. Gut, der kann damals noch nicht da gewesen sein. Oder ist das Ding... Ja, dann zählt das hier vielleicht als das da. Wahrscheinlich haben die Rampe erweitert inzwischen oder so. Okay, und wo stehen wir? Wir stehen, der See ist nordöstlich. Ja, irgendwo hier. Wir haben eine Straße nach Südwesten. Irgendwo hier also. Und wir sind an der Stelle kurz vor dem, wo der See abgeht. Also wahrscheinlich dort. Und hinter uns macht die Straße eine Kurve. Wir können auch hier sein. Aber... Oh, das ist... Da kommt da vielleicht noch eine Straße?
Wahrscheinlich, nicht? Ja, okay, in die Richtung kommt auf jeden Fall noch eine Straße. Okay, dann sind wir da. Und ich würde sagen, wenn keiner was dagegen hat, loggen wir das ein. Das macht nämlich sehr viel Sinn. Und Finish. 5,47 Meter. Lecco Molico. Boah, wenig gefahren in Chile und besiegt. Und damit in die dritte Runde. Oh no. Ich sehe Palmen. Ich sehe Sonne. Und die Sonne ist im Nordwesten. Wir sind wieder im Süden. Ich hätte erst wieder Südafrika gedacht. Aber die Autos fahren links. Ja, Südafrika. Das kann dauern jetzt. Oder vielleicht noch irgendeine komische Ecke Australien? Netzwerk. Kuera? USA. Ja, gut. Die arbeiten auf jeden Fall dran, so zu werden. Aber wir ja auch. Wobei man echt sagen muss, ich finde das immer faszinierend, hier von Afrika die Bilder von 2-3 Jahren immer zu sehen. Was da sich entwickelt, ist so unglaublich. Was da reinfließt an Entwicklung, ist immer schön. Ha-approved residential development for sale. Guck mal, hier könnt ihr auch kaufen. Ich glaube, wir ist eigentlich gar keine schlechte Idee, einfach hier was zu kaufen als Spekulationsobjekt. Alles sehr günstig und irgendwann super viel wert, weil alles aufgebaut wird. Spätestens, wenn es in Europa einen Weltkrieg gibt, wird es in der Region noch besser laufen. Weil die Wirtschaft dann dahin abwandert, während Krieg in Europa oder sowas ist. Okay, das sieht mir nach da unten aus, um George oder so. Prösterchen. Palmen bei Rechtsverkehr sind Panama. Bei Linksverkehr kann es ja nur Neuseeland, Australien, Südafrika oder England sein. Man kennt England und seine Palmen. Wobei wir an einer recht guten Stelle sind. Ich werde gleich mal in die andere Richtung fahren, wenn hier nichts kommt. Self-Catering. Okay, die Strauße müssen sich hier selbst versorgen. Die Armen. Was machen die hier? Weiß man auch nicht. Sicher eine alte Kirche oder so. Hat was Spanisches. Die Frage ist nur, genau wie neulich, wann kommt das nächste Schild, um die Region einzugrenzen? Da zum Beispiel. Safari. Ja, gut. Das nächste Schild, was einem auch weiterhilft. Vielleicht muss ich das mit Ansage machen oder so.
Let's go! Düm, 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 düm. Schon wieder eine Safari. Die wollen uns doch scammen. Scamfari, Alter. Aber da haben wir's. Mosel Bay. Oder Outshorn. Mosel Bay. Guck mal. Ich bin gar nicht so schlecht gewesen. Weil ich hab den Berg wieder erkannt. Bei George. Outshore. Ja, ich bin halt Profi. Nicht? Einmal geklickt, schon gefunden. Okay, wir sind also wirklich hier zwischen. Die Frage ist jetzt, wie sehr? Und wir fahren auf sie rauf. Und die führt dann Nord-Süd. Dann gucken wir mal da vorne, wie unsere Straße heißt. Highgate. Hat unsere überhaupt einen Namen da vorne? Okay, steht nur Safari drauf auf dem Schild. Das hilft nicht viel. Da Welgeluk. Auf Höhe Welgeluk. Jonkersberg. Der gute Jonkersberg. Mountain Lodge. Welgeluk. Irgendjemand, Welgeluk? Nach Osten, Norden, Osten. Das heißt, wir müssen ja hier rauskommen. Resort. Lodge, Veggies, Cape. Hier ist Zebra. Gut. Hier ist Zebras Church. Aber wo ist Welgeluk? Da, Welgeluk hier. Das heißt, irgendwo hier kommen wir raus. Also vielleicht hier. Wir wissen auch nicht, ob wir Wasser jetzt nördlich hatten von uns oder südlich. Ostrich Farm. Ostrich Palace. Achso, Ostrich heißt Strauß, nicht? Okay, aber wir stehen hier in irgendeinem Dorf. Gibt's hier einen Straßenname? Ja, guck mal. Wir haben sogar einen Straßenname. Straat. Niederländisch ehemals. Ah, shit. Wir können aber nicht den Namen lesen. Irgendwas mit Weg? Und Straat. Jakob Weg, Ecke Straat. Jan Wahn Straat. Okay, das sollte doch reichen. Jan Wahn Ribbeck Road. Ja, und irgendeine Straat. Gut, Plain. Simpson, so weit drin? Nee, so weit drin werden wir nicht sein. Bin ich durch die ganze Stadt genau in die falsche Richtung gefahren, oder? Nee. Dann wäre ich ja direkt hier angekommen. Wir müssen irgendwo hier rausgefahren sein. Und da sind wir an der Ostrich Farm. Ich sehe keinen Weg. Wie heißt denn das Ding? Jan, bla 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 bla. Jan war ein bla 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 und das andere Straat. Aber ich sehe keine Straat. Aber vielleicht meinen die da Rademeier Straat mit. Dann würden wir genau hier stehen. Caro Park Retirement Village. Okay, gucken wir mal, ob das da ist. Das Catering war eingezeichnet. Oh, das ist gut. Wo? Ich weiß gar nicht mehr, wo das Catering war. Ist auch schon wieder ewig hier. Hier, da können wir was lesen. Cave Strait. Okay, die ist natürlich nicht eingezeichnet. Ah, da, Caver Street.
Ich bin nach Norden gefahren, oder was? Ja, ich glaube, ich bin nach Norden gefahren gerade. Ich wollte eigentlich nach Osten. Aber das wäre ja okay, wenn das dann die Caver Street ist. Nein, das ist die Argyle Bread and Breakfast. Aber wo ist jetzt der Straßenname? Ich dachte, ich bin nach Osten gefahren. Und wie kann nach Osten die Argyle Street kommen? Da Mackay Street. Okay, Meyer Street. Ja, okay, das kann auch da draufstehen. Ah, krass, guck mal, da unten. Rademeyer Street. Okay, da steht's doch. Am Dings. Okay, also das ist Rademeyer Street und das ist die Van Luren und wir stehen am nordwestlichen, Nordosten, Süden, Westen, nordwestlichen Teil. Pluppi, Blombi, 1,11 Meter. Haben wir doch. Sehr gut. Aber genau in die falsche Richtung gefahren. Ich kann's. Jedes Mal. Ich hätte einfach nur nördlich fahren müssen. Ich wäre auf da eine gelbe gekommen. Ich wäre da auf eine gelbe gekommen. Ich wäre da auf eine Abzweig gekommen. Ich wäre hier auf eine fette Kreuzung gekommen. Ich hätte hier 1000 Sachen gehabt. Ich hätte hier einen Airport gefunden. Wo fahre ich lang? An den Farmen. Straußenfarm, Straußenfarm 3, Catering, Straußenfarm, Straußenfarm. Ja, ich halt. Aber wir haben es geschafft. Und damit haben wir 18.000 Punkte. Wir waren 31 Minuten in Finnland, das war echt shitty. Wir waren 8 Minuten in Chile und 11 Minuten in Südafrika. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Geotastic.